Jungs ist wieder back. Ich und mein Kollege teamen jetzt. Einfach nochmal als abschließendes Duell gegen zwei Unbekannte. Ich spiele mein Kriegerdeck, er spielt sein Magierdeck. Das hat ja vorhin von Decks am besten geklappt. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass jemand joint. Hey, falls jemand aus dem Stream das sieht und mitmachen will, ne? Juhu! Sucht uns. Hier. Wir sind die, die wahrscheinlich verlieren. Hier, halte, ich will mein Gesicht wegschieben. Da! Sucht nach dem Namen da, den ihr da seht. Bitte. Ich schieb mich mal kurz da nach oben. Das habe ich jetzt schon wieder hier angestellt. Okay. Wir müssen hoffen, dass es klappt. Okay, einer ist da, und wieder weg. Ja, das Problem ist halt, darfst nicht vergessen, wir haben wegen der Forbidden List und so. Es kann sein, dass es Leute halt abschreckt mit Anime und Forbidden List und so. Ist mir doch was. Ja, aber normalerweise werden diese Duelle James Blade. Okay, okay. Ja, geil, geil. Yes! Okay, wir sind im Duell. Oh Mann, ich will meine Cam wegschieben. Warte mal, ist meine Cam jetzt gut? Ne, jetzt ist gut. Ja. Und meine Facecam bitte darunter. Hast du was ausgewählt? Ne, Sekunde, mache ich jetzt. Ne, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Okay, jetzt. Alles klar. Du fängst an, glaube ich, ne? Bist du das? Bin ich das? Nee, du. Okay, dann mache ich die klassische Strategie. Ach, ich muss warten. Er ist dran. Ich hab nur Schiss, dass die da so aktuelle Meta und so spielen, dass ich die Karten gar nicht kenne. Oh nein. Nein! Das wär jetzt zu random, oder? Ey, der hat jetzt nicht ernsthaft ein Burner-Deck. Kann auch einfach ein Feuerdeck sein, was ja übersetzt eigentlich auch ein Burner-Deck. Ach, jetzt, okay. Es ist halt scheiße, dass man die Karten seines Partners sieht. In früheren Spielen war das so, dass du den Partner gesehen hast. Kannst du meine Karte auf dem Feld sehen? Auf dem Feld, ja, aber nicht auf der Hand. Ich weiß, was es ist, ich sehe es. Auch die Zuschauer sehen es. Wenn ich die Karte sehe, kriege ich fast Hunger. Um 0.22 Uhr. Ich schieb mir gleich eine Pizza rein, Alter. Egal. Also schau dir mein Feld an. Ne, Jungs. Was haben wir hier? Oh, du spielst Magierdeck, geil. Ich bin ja eigentlich auch selber Magier-Spieler. Also eigentlich ist Magierdeck eher mein Type. Ja, beide Magier. Nein! Oh Mann! Oh, bitte nicht! Ey, fick dich einfach. Guck mal Monster an, hoffentlich verteidigt der gut. Ich sag dir eins, wenn wir nochmal in solche Spacken geraten, nehme ich nicht mal mein Burner-Deck, dann nehme ich mein Chaos-Deck. Und dann one-shot ich uns selber. Es könnte sein, dass der Stream doch länger geht. Falls es denn jetzt kacke läuft, machen wir noch eins. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt ein ganz anderes Niveau auf dem Feld als vorher. Aber ist ja aufgefallen, der zweite, der jetzt gerade spielt, ne? Oder der davor, einer von denen, der war der vorne dabei war, der schon Haken gemacht hat. Vielleicht hat er seinen Kumpel geholt. Kann sein, der hätte ja eigentlich auch im Raum bleiben können. Okay, die rasten etwas aus. Sogar Magier. Nein, der hat ein Pendel-Magier-Deck. Holy crap. Also dein, ja nicht Gegenstück, aber... Ein Korrespondent zu dir! Korrespondent. Oh, greif doch an, Junge. Greif an, los! Los, du Ich wollte gerade was Böses sagen. Geht doch. Bitteschön. Und wir machen... Ne, wir machen nicht den ersten Schaden. Wir machen mehr Schaden, als die gemacht haben. Pass auf, da kommt noch irgendwas. Irgendein Scheißeffekt oder so. Die gönnen uns... Was war das? Ich habe ein Geräusch gehört. Ah, das war bei dir, okay. Hä? Wieso haben die nicht verloren? Hey, wir kriegen Nachrichten! Was? Unten links. Lol, Marshmallow. Okay, coole Kommentar. James Blade. Sag mal, I become hungry or I get hungry? I'm becoming hungry. Becoming. Wäre das richtig. Oh ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich den Typen hasse. Du bist dran. Okay. Lol. Scheiße. Soll ich die DD raushauen? Verdeckt? Ich sehe nichts. Achso, also ich hab die DD-Angreiferin, du weißt schon, die Lady von vorhin. Doch, kann. Ich vertraue dir, Alex. Kann ich, weißt du warum? Weil sie hat mehr Def. Also wenn das Flammenmonster angreift, wird sie ja nicht entfernt. Ich hoffe nur, dass sie mit dem stärkeren angreifen. Dann kann ich ihn entfernen. Die verdeckte Karte ist für dich. Ich habe eine Wiedergeburt auf der Hand. Ich lasse die mal auf der Hand, weil du hast ja zwei Special auf dem Feld. Ich lasse Wiedergeburt mal auf der Hand. Mhm, mach das. Okay.
Ach ja, ich hab jetzt gar nicht gesagt, was. Ey, du könntest einfach auf twitch.tv/majoritysc134 gehen, da könntest du mein Blatt gerade sehen im Livestream. Haha! Eigentlich voll cool! Und? Passiert nichts, doch. Machen Sie was. Und? Passiert nichts, doch. Puh. Spannend. Spannend, Leute. Brauchst du Goldsackefuck? Ich weiß nicht. Du kannst eigentlich... Nee. Weil bei dir ist das Special wichtiger als mir. Kriegerdeck ist nicht so auf Special ausgelegt. Mach du mal. Frage ist nur, wen holst du dir? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Sag mal, kommentiert er jetzt jede Karte, die ich aktiviere? Ich hol mir die. Guckst dir an. Ja, kenne ich von vorhin. Okay, ist okay. Du weißt ja besser, damit umzugehen. Ich hoffe, dass wir uns nicht gegenseitig in die Quere kommen mit unseren Decks. Guck mal meinen Verteidiger. Ja, habe ich schon gesehen. Gut. Du weißt, welches es ist. Ne? Ja, das ist der Effektannullierer. Genau. Das ist der Jin. Nur für Monster, die im Angriff sind. Es ist quasi der Effekt-Jinso, so ein bisschen. So ein bisschen. Why used our card? Why you used? What the fuck? Why used the our card? Wow, ups, ich bin mein Streamprogramm abgestürzt da. What the fuck? Seit wann haben sie denn diese... What the fuck? Royal Decree? Seit wann haben... Hä? Hat er vorhin geschrieben. Ach, die sprechen miteinander! Ach so, sein anderer hat die Karte gespielt. Deswegen hat er gesagt, warum hast du die aktiviert? Jetzt hat er sie zerstört. Die spielen gegeneinander. Es ist quasi 3 gegen 1. Was ist da los? Nicht gegeneinander. Der hat ihn nur gefragt, weil er seine Fallenkarten aktivieren muss. What the fuck, man? Fuck, wird angegriffen von den beiden. Aktivieren den Effekt bitte nur, wenn es das... Ja, perfekt. Geil. 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 So, so, dumm, Junge. So wollte ich's haben. Es hat funktioniert. What the fuck? Und gleich nochmal Karten. Yeah, und diesen trollenden Effekt deaktiviert. Ja, ja! Buh! Buh! Oh, der Typ flippt gerade ein bisschen aus. Wir sind solche Spasten, ohne Scheiß. Okay, hör mal zu. Ich guck mir deine Hand an. Ich bin auf Twitch. Okay, also du siehst ja, was ich hab. Irgendeine Inspiration? Nee, mach mal. Ich vertrau dir. Ich seh's. Schau mal, den da rechts, den Armageddon-Ritter. Kannst du den... Ach, das geht dir nur aus der Hand, ne? Nee, doch. Na, das bringt mir nichts. Den müsstest du aktivieren. Ich meine, die beiden will ich mir schon... Warum will der, dass der andere seine Karte aktiviert? Was für eine Karte? Ist egal. Hallo, wir spielen gerade sehr defensiv. Wir können hier nichts machen, ne? Also, ich setz die Runde aus. Na, okay, ich könnte einen... Weißt du was? Doch, ich greif mal an. Ich greif mal an. Mal schauen, was passiert. Ich könnte irgendwas specialen. Und zwar... Ja, schau mal kurz auf Twitch. Die habe ich zur Auswahl. Was? Schau mal auf Twitch. Ich könnte 5 Monster specialen. Ich könnte Utopia specialen, wenn du willst. Zenmeister. Bla bla. Gagaga, Cowboy. Problem ist, wir hätten halt einen unserer guten Verteidiger weg. Also wir hätten halt... Nee, lass mal bitte meine Verteidiger. Okay. Der Annullierer wäre halt weg. Marshmallow wäre jetzt nicht weg, aber der Annullierer wäre weg gewesen. Ja, aber okay. Den brauchen wir gerade noch ein bisschen. Okay, der wird wahrscheinlich nächste Runde beim Monster angreifen, verlieren wir halt 100 HP. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ist ja egal. Der Witz ist, die kommunizieren so, ich gucke mir auf Twitch deine Karten an und wir kommunizieren über Headset. Ja, Gaming made by 2018. Obwohl du im Stream bist, schaust du den Stream, um im Stream besser zu spielen, Alter. Rah! Das ist MacGyver auf Twitch. Ja.
Alter, so hätte ich vorhin schummeln können. Als ob der jetzt Spiegelkraft für so einen lapidalen Angriff. Dankeschön! Ich rechne mit mehr Spiegelkräfte, das sind zwei Decks. Aber die scheinen aber Meta zu spielen. Die haben, glaube ich, ich weiß halt nicht, ob die limitiert verboten ist oder so, aber ich glaube nicht. Vor allem, wie du denkst, schreibst und er. Lol. Okay, ich gebe weiter. Jo, mach. Na, sie trauen sich. Was ist das? Naja, okay. Ich schreibe gerade Bullshit. Nee, lass mal. Das wird dann ganz schnell nervig. Weil ansonsten ekeln wir die noch aus dem. Wir haben ja endlich mal jetzt was läuft. Nachdem das letzte Duell etwas anders abgelaufen ist als geplant, zumindest das Ende. Was kann die eigentlich? Ja, wir. Irgendwie. Ach ja, Flip. Ach, die sind ja so blöd. Hat er jetzt erwartet, dass der Flip. Hä, was macht er? Der greift an. Hä? Was macht der? Sag mal, ist einer von denen irgendwie nicht so ganz wach? Also erstens hat er geflippt, obwohl er nicht flippt, also obwohl Flip-Effekte gerade nicht gehen und der greift. Guck mal, was James Blade schreibt. What? Ich glaube, der hat nicht ganz gecheckt, wie das wie Yu-Gi-Oh! Funktioniert. Ja, das ist gut. Was hast du denn eigentlich auf der Hand? Ja, immer noch das. Du hast ein Elementarheld auf der Hand. Ja, zwei. Und ich hab auch die ganzen Fusionen, deswegen will ich es noch nicht verschwenden, weil ich könnte theoretisch fusionieren. Not bad. Ja! Boah, jetzt ist es soweit, ne? Out of the Gear. Einer meiner absoluten Lieblingskarten in dem Spiel. Frag mich nicht warum. Warum muss ich jetzt warten? Will er es etwa deaktivieren? Oh, ich habe schwarzes Loch auf der Hand. Nee, lass mal. Wir haben. Also unsere Verteidigung würde ich erstmal gar nicht anfassen. Wir blocken die aus und wir bremsen sie aus. Das ist eigentlich gut. Mein einziges Problem ist, ich würde gerne mein Monster specialen. Warte mal! Du hast doch die Opferlämmer auf dem Feld! Ja, dafür brauche ich aber einen Magier, den ich opfern kann. Ach so, okay. Nee, dann warte noch mal eine Runde, weil das wäre schade, weil die haben halt ein paar Effektdinger da. Warte mal noch eine Runde. Die können ja gerade eh nichts machen. Dass er das jetzt erst checkt, dass man hier verbotene Karten benutzen kann. Alter! Der Typ checkt, er hat anscheinend nicht gecheckt, was für ein Duell er beigetreten ist. Der andere gibt schon Kommandos, Alter! What? Der andere sagt mir schon, was er zu tun hat. Ja, aber er meinte eigentlich die Schlange. Also den Solar Flare Dragon. Listen to you, buddy. Alter, wie du einfach die ganze Zeit den Bullshit kommentierst, den die schreiben. He's on your side. Ob der Typ denkt, dass er in einem Kinderduell ist? Der andere muss jetzt wieder ewig lang überlegen, was er machen soll. Also der gerade dran ist. Ich weiß ja nicht, wer von den beiden der Hängengebliebene ist. Hey, ich hab noch so ein DD-Dingens. Ja, warte mal kurz, ich muss erst, Twitch muss bei mir erstmal aufholen. Du brauchst. Fuck. Ah, okay, jetzt weiß ich's. Oh, cool. Haben die. Ey, die haben noch einen Hexer auf dem Friedhof. Ich könnte auch mit Wiedergeburt auch den Hexer zurückholen, oder nicht? Ich leg dir mal die Wiedergeburt hin, falls du sie brauchst. Und ja, DD beschwöre ich. Mach das. Hab ich schon längst gemacht. Falls du gerade, weil im Stream bist, ja, ne? Ja, ich hab gerade auf Stream geguckt. Shit. Wegen deiner Hand. Was? Ach nur falls mein Monster zerstört wird entfernt. Wenn ja, genau. Wen soll ich aus dem Weg räumen?
Wünsch dir was. Das Pendel vielleicht? Ist es nicht gefährlich, oder? Was kann sein Typ da? Ja gut, das sind alles Pendel-Effekte, die interessieren mich nicht. Ich will wissen, was er normal kann. Monster-Effekt. Das ist halt irgendwie was Pendel-spezifisches. Ja, hau ihn weg. Ich hab keinen Bock auf Pendel. Hops. Machen die jetzt was? Alle, wenn die jetzt wieder die Spiegelkraft verschwenden, ne? Also ich würde mich ja freuen, falls der Hängengebliebene gerade spielt. Aber schreibt doch nicht wieder im Denks, weil dann denken sie, dass wir uns ärgern. Hä, das wäre doch voll cool. Dann ja, aber manchmal sollte man nicht verraten, dass es ein guter Zug für uns war. Dann schreib mir wieder Cheesecake. Hey Boys, mach doch mal was. Alter, der liest sich wahrscheinlich wieder alle Karten gerade durch, die auf dem Feld liegen, weil er keine Ahnung hat, was er da liegen hat oder sein Kollege. Mann! Ich gehe mal kurz auf Twitch nebenbei. Bin ich noch live? Bin ich noch zu hören? Jo. Jo, ist gut. Ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Scra, scra, scra. Alles klar. Geht jetzt und wieder. Alltag führen, während der noch spielt. Ach, ich bin noch dran. Sekunde. Okay, ich gebe weiter. Also du könntest theoretisch einen Spellcaster, also einen Hexer halt special und dann halt deinen Spellcaster machen. Ich habe jetzt mal die Wiedergeburt hingelegt, aber setz sie ein, wie du willst. Ich brauche sie gerade überhaupt nicht, deswegen kannst du sie mal benutzen, falls du sie brauchst. Wenn wir noch andere. Du als Hexer hast ja genug Möglichkeiten, Karten aus dem Friedhof zu holen. Ich halt nicht. Ich habe eher die Möglichkeit, Karten auf den Friedhof zu bringen. Und es hat sich gerade gelohnt, weil ich habe einen Hexer zerstört und du könntest ihn theoretisch specialen. Ich habe nur Schiss, dass sie da irgendwie sowas wie magische Barriere liegen haben. Die Zauber. Obwohl hätten sie schon vorhin Zauberkarten annulliert, wie deinen Topf der Gier und so. Also eigentlich sind wir safe. Würde ich sagen. Ja, jetzt hat er selber gemacht, der Typ. Das, was der andere machen sollte. Was? Oh, brennendes Land! Lange her. Irgendwas. Warum hat er das gemacht? Das war dumm. Also wir kriegen jetzt pro Standby-Phase 500. Er hat übrigens definitiv ein Burner-Deck. Das ist eine spezifische Burner-Kombination. Ja, aber schon echt lame. Also er spielt es auf jeden Fall nicht gut. Zumal das Burner-Deck gerade so gar nicht mit dem anderen Pendel so harmoniert. Ja, wir kriegen erstmal die 500 abgezogen. Und die führen hier gerade irgendwie, das stört mich gerade. Was hast du gemacht? Mann, bei mir laden die Karten immer so spät. Was geht hier ab? Ja, ist ja egal. Ne, besser, dass sie jetzt aktiviert hat, als bei deinem Special gleich. Ist die auch wieder verboten? Ich mir gleich wieder Nachricht, dass die verboten ist. Ich habe keinen Plan. Also hol dir einen schönen Hexer zurück. Ich brauche einfach nur Magier. Jo. Wenn sie auch nur denken, hör, was hat der jetzt vor? Und weg ist sie. Ach, die kommen ja auf extra Deck, ich vergiss das. Nee, irgendwie nicht. Boom, Bitch! Und das Geile ist, du kannst einfach pro Runde eine Zauberkarte annullieren. Ich opfer dein Monster, falls es dir nicht so. Ja, ich hätte eh nicht widersprechen können, zumal es passiert ist, nachdem du's, bevor du es gesagt hast. Aber die Kombination ist ja legit, von daher jucke ich mich mal nicht. Du hast ja unten genug Zauberkarten. Ich hätte mein Expedition erstmal auf den Friedhof hauen sollen. Ja, ist ja egal. Du hast ja. Was ist das? Ich lasse dir einen Feld frei, dass du auch zaubern kannst. Ja, ja. Naja, fallen vielleicht nicht, weil dann sind wir blockiert, aber für Zauberkarten. Also alles, was halt liquide ist. Also, mal an. Die machen eh nichts, habe ich das Gefühl. Erstmal sein verdecktes loswerden. Mit welchem hast du angegriffen? Dunkle Magiermädchen oder dem Hexer? Dunkle Magiermädchen. Okay, passt. Als ob. Ja, besser. Wow. Alter, die Musik wird gerade so übelst episch bei mir. Ja, weil wir einfach. Nein! Boah, ein Glück, dass der. Alter, das ist einer der größten. Oh! Okay, damit hätten sie uns richtig gehabt. Guck mal unsere Lightspawns an und dann deren. Ja, aber wir haben gerade eben die größte Gefahr bisher. Dieser blöde Fu. Ach, fuck, das kommt ja auch noch dazu. Ach, der verliert ja auch Lightspawns. Ja, beide. Klar, das wäre übelst unfair, wenn nur wir die ganze Zeit was verlieren würden. Alter, die Musik ist. Ich bin so ein Idiot! Oh, die zweite Zauberkarte von links. Oh, ich hab meinen dunklen Magier beschwören können. Ich weiß, ich hab mich vorhin gefragt, warum du es nicht getan hast. Oh, ich hab's nicht gelesen, ich Idiot. Beziehungsweise nicht gelesen. Ich hab vergessen, dass ich die hatte, das meine ich. Der Soundtrack ist gerade so hardcore-episch, ne? Es ist bei dir gerade auch so übelster Hardcore. Vielleicht kann ich jetzt nicht mega noch leiden.
hole ich mir den Dunkelmagier mal. Vergiss nicht, dass wir nächste Runde noch drei. What the fuck? Was? Pendelmonster, aber was? Also die beiden. Also deren Decks harmonieren weniger als unsere. Meine ich. Definitiv. Vor allen Dingen, weil nur meine Monster auf dem Feld sind. Ja, so gesehen. Und auch bis auf eine Karte. Was war das jetzt? Da ist gerade irgendwas passiert. Er macht schon wieder so eine scheiß Pendel-Kombination. Ach, der haut die einfach aus. Wow, 2-7 Verteidigung, okay. Ist ja ein normales Monster, oder? Oder hat er einen Monster-Effekt? Ne, hat keinen Monster-Effekt. Ist einfach nur ein Defender, also harmlos. Wie viele Handkarten hast du? Ich seh's grad nicht. Ich seh nur deins. Ich meine drei. Okay, er kann ein. Er kann einen Effekt auf dem Feld pro Runde deaktivieren für diese Runde. Mit seinem neuen Pendel. Problem ist, er ist 2-5 stark. Da ist er nicht das stärkste Monster. Ach, der kann seinen Effekt noch gar nicht benutzen. Wir sind noch blöd. Ach, deswegen. Hä? Aber warum funktioniert der Effekt von deinem Hexer? Ist egal. Radio. Ach so, du holst ihn jetzt. Oh, jetzt sehe ich's erst. Ups. Cool. Hau ihn raus. Bitte. Ich muss gerade warten. Ach, jetzt muss der sein Scheiß. Oh, der schaut sich wahrscheinlich. Jeder eins. Alter, der Kerl hat sich schon irgendwie so ein Deck runtergeladen, kennt es gar nicht. Der schaut sich jetzt jede einzelne Karte an. Mann! Außerdem hole ich nichts, ich habe nur was zerstört. Okay. Ich dachte, wir holen was. What? Hat er gerade ein Double gemacht? Hä? Wie ist das jetzt passiert? Keine Sorge. Ja, ja, ich vertraue dir. Boom. Oh, schick! Wow. Also ich muss sagen, die Karte gefällt mir vom Design jetzt nicht so übertrieben, aber die Stats sind ja anschaubar. Für Level 8 eigentlich sogar mit 3,5 schon recht gut. Also wenn Ach shit, jetzt geht... Oh oh. Jetzt geht das los. Ach, okay. Deswegen wollte er, dass der den Drachen in Verteidigung setzt. Shit. Warte, wir müssen den Drachen loswerden. Das ist mir scheißegal wie, aber werd den scheiß Drachen los. Du musst auf jeden Fall... Oh Gott, das wird viel zu... Kann ich nicht einfach so... Kann nicht normal beschworen werden. Shit. Oder muss ich leider in die Offensive gehen. Also erstmal bremse ich die jetzt aus. Kann ich Lichtschwerter spielen? Ja, mach. Jetzt wo er die in Verteidigung hat, kann ich dein 4-Sterne-Monster aufgeben für eine Synchro oder Xyz? Kannst du, ja. Okay. Schau mal kurz auf Twitch. Ich denke, Utopia ist die beste Wahl, oder? Was haben wir hier? Ich lese noch mal den Zen-Meister genau durch. Wo ist der Zen-Meister? Hier. Er kriegt 300 ATK für jedes... dieser Karte. Der kann noch mehr als das mit den 300, ne? Ja, er kann halt Monster verdecken, aber naja. Achso, okay, dann macht's nichts. Was kann der? Der ist nicht schlecht. Schau mal kurz auf Twitch, was der hier kann, der Cowboy. Wenn er gut ist, dann nimm ihn. Also hier steht, einmal pro Runde kann ich halt Nixis abwerfen. Und wenn ich ein Monster in Angriffsposition angreife, kriege ich 1000 und der Gegner verliert 500. Ne, das ist kacke, ich nehme Utopia. Ah, nee, ja, halt, mach einfach. Nee, Utopia ist auch nicht so toll. Und deine Zeit läuft ab, Junge. Ja, ja, warte mal, ich hab noch ein bisschen. Ah, okay, hab's verstanden. Alles klar. Die ersten beiden Angriffe können wir annullieren. Aber wenn wir angriffen werden und es nicht annullieren können... Okay. Gut. Aber er kann uns doch gar nichts entgegensetzen, Mann. Wir hätten gar nicht so lange überlegen müssen. Ich könnte nochmal specialen, hä? So, jetzt hau einfach seinen verkackten Solardrachen weg. Nur wen könnte ich jetzt Xyz beschwören? Das überleben wir nicht lang genug. Ja, ja. Solardrachen hau ich weg. Und wir müssen irgendwie seine Zauberkarte zerstören. Fuck, was passiert schon wieder? Der überlegt schon wieder irgendwas. Hä, was will er jetzt wieder machen? Auf was warten wir? Da hat doch gar nichts auf dem Feld, wo er irgendeinen Effekt oder kann er irgendwas machen. Okay. Ja, hallo. Ja, ich weiß, ich muss die ganze Zeit waiten. Das siehst du ja oben, dass ich frei... Ah, wir können mit Utopia jeden Angriff ausbremsen, nicht nur die auf ihn gehen. Nice. Schön. Boom. Schönes Ding. Das Problem ist, wir haben nur noch 5 Runden, also wenn es schlecht läuft, gesehen. Wenn es gut läuft, meine ich. Soll ich die Lichtschwerter legen oder spielen? Mach mal sicherheitshalber. Ich leg sie erstmal hin, du kannst sie ja in deiner Runde aktivieren. Ach nee, spiel sie mal aus. Wir haben eh nur noch 5 Runden, von daher die 3 Runden machen jetzt auch nicht mehr einen Unterschied. Kommt schon, Jungs. Jetzt ist der Burner dran, ne? Scheiße. Na, lass mal machen. Das ist aber auch der irgendwie so richtig hängen geblieben ist, oder?
Oder war das der andere? Ich glaube, der James Bond oder James Blade war ein bisschen. Ich bin Bernard, der perfekte Monster. Ja, ich meine, wir müssen damit jetzt klarkommen. Wir haben nicht so die große Auswahl. Ich weiß, das ist ja mein Problem. Angreifen können sie es auf jeden Fall wegen Marshmallow nicht so wirklich. Und das, was drumherum liegt, ist ja stark genug. Ich habe Schiss, dass er einen scheiß Marshmallow hat. Ach so, meinst du das? Na gut. Aber was man jetzt macht. Oh, ich hasse das. Ich hasse Pendel! Schönen guten Tag, schönen guten Abend. Es ist 0.45 Uhr, wir haben 15 vor 1. Und das Duell nimmt gerade einen spannenden Ausmaß an, der mich tatsächlich sehr mitreißt. Ja. Wie viele Zuschauer hast du eigentlich? Ich sehe das nicht auf Twitch. Ich sehe nur so eine Gesamtaufrufzahl, aber ich sehe keine Live-Zuschauerzahl. Ist ja auch egal. Das Video ist ja noch 2 Wochen online. Kann das noch geschaut werden? Ich habe die Schwerter gezogen. Dieselben wie ich? Auf dem Felder? Was? Lichtschwerter? Mhm. Lol. Alter, jetzt krieg ich langsam doch Hunger, Mann. Ich muss mir nachher echt mal was zu essen machen. Eigentlich hätte ich noch Lust auf ein Duell. Ich wünschte irgendwie, ich könnte seine scheiß Verteidigungsmonster in Angriff bringen. Lichtschwerter? Fragezeichen? Ach so, in Angriffsposition. Na, ich meine, wenn die Kleine da links in Angriffsposition wäre... Eiskalt. Ich hab's gewusst. Nein! Boah! Hast du ein scheiß Glück, ne? Alter, wir haben zweimal Lichtschwerter dafür auf dem Feld. Du denkst ja auch nur gerade, what the fuck, weil wir sind halt selber blockiert, ne? Na gut, wir können die Opferlämmer jederzeit aktivieren, falls es unten eng wird. Ja, mach mal ein bisschen Platz. Problem ist, die haben jetzt genau denselben Vorteil wie wir können es nicht angreifen. Ja, das ist mein Problem. Deswegen hoffe ich gerade ein bisschen, dass du irgendein DD-Monster oder so bekommst. Ich hoffe, ich habe dieses 1200er DD-Monster, weil die... Kann einfach durch den Kampf entfernen, ohne dass Schadensberechnung stattfindet. Ach fuck, jetzt erstmal der Alter, dran. Ich denke echt wirklich so, what the fuck, was ist das denn für ein behindertes Spiel? Okay, unsere Lifepoints sind wieder relativ nah beieinander. Aber das Spiel ist spannend. Soweit. Jetzt müssen wir hoffen, dass die einen idiotischen Zug machen, die beiden. Nein, der pendelt schon wieder, Alter. Der Pendeltyp, ne? Ich glaube, der Celsius, ja. Was ist der? Ach, das ist nur der ist Verteidigung, den krieg mal weg mit deinem 3-5er. Ist okay. Die kriegt man weg. Der ist keine Gefahr. Der hat auch keinen Monster-Effekt, ne? Nee. Ich hab nur Schiss, dass die Zieler irgendwas anderes hinpendeln wie beim letzten Mal. Da ist ja vorhin das Duell eigentlich gekippt an der Stelle. Das heißt gekippt, in die aktuelle Situation verfallen. Okay, hat nichts gemacht, oder? Mann, Jungs! Irgendwas passiert? Nein. Du hockst auch da wie so ein typischer Gamer. Ja, ich lehne mich gerade zurück, weil ich halt voll Ach, ich hab's gewusst, da kommt noch irgendwas. Alter, der Kerl kennt sein Deck nicht. Der liest doch die ganzen Karten die ganze Zeit durch. Alter, als ob! Wobei der 2-5er ist ein Angriff gesammelt. Das könnte. Die können ja nicht angreifen. Die kann nicht angreifen. Hä, warum sammelt der ein offener. Hä? Da muss irgendwas dran sein. Ich lese mir gerade durch. Ach, er kann. Der hat kein Monster. Fuck! Ja. Er kann aber nicht Monster deaktivieren. Deins ist ein Dicht. Okay, aber nur ein Effekt. Okay, ist alles cool. Ja, wir haben Lichtschwerter, also kann er mich mit mir einen Scheißdreck antun. Ja. Wir haben sogar zwei. Also, das mit dem Marshmallow war voll ultra knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich an der Liegen hat. Dein Bauchgefühl hat uns echt gerettet an der Stelle. Ich habe so viele Burner-Decks gespielt. Ich weiß, was typische Signature-Karten sind. Ich habe übrigens noch eine kleine Ankündigung zu machen, Leute, falls gerade jemand zuschaut. Wir werden nach dem Duell noch eins spielen, ein Tech-Team. Und zwar habe ich gerade eine voll coole Idee bekommen, aber das seht ihr dann gleich. Hoffentlich. Hoffentlich ist das Duell bald zu Ende. Zeitlich gesehen. Also, falls du das machst, was ich denke, dann wäre es cool, wenn du ein Drache oder Magier-Deck spielst. Weil wenn du Magier nimmst, dann. Nee, keine Angst. Drachendeck habe ich sogar noch eins, habe ich vorhin gesehen, aber ich kenne es nicht. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Für heute. Für heute. Was kann der denn? When any player plays monster declares an attack, can be touched. Bla bla bla. Was? Das gefällt mir nicht, was der kann. Alter, also der kennt sein Deck nicht. Ja. Was? Die haben aufgegeben? Nein! Nee. Timeout! Was für ein Vollidiot. Hä? Was? Ich stand gerade Timeout-Sieg. Hä? Ja, weil der Typ sein Deck nicht kennt. Der hat zu lange gelesen. LOL!
Sieg durch technischen Knockout! Hey Bookfreak, wir haben's gepackt! Wow! Okay Jungs, wir machen eine kurze Streampause von 3 Minuten. Ne, sag mal 2 Minuten. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich.